Zur Kür. Jetzt tanzt jedes Paar einzeln. Es durfte sich ein Medley zusammenstellen. Mindestens 3 Tänze der 5 lateinamerikanischen Tänze müssen getanzt werden. Zunächst die Japaner. Sie beginnen mit der Rumba. In den Paso Doble. Hier zeigt er leider nicht die typischen Körperlinien, die Sie vorhin in der Zeitlupenstudie gesehen haben. Das gibt natürlich Punktabzüge. Samba. Gut, die Armbewegungen synchron, gleich hoch. Und noch einmal zurück zur Rumba. Schlusstanz ist Cha-Cha-Cha. Das Zeitlimit für diese Kür ist 3,5 Minuten, mindestens 4 Minuten längstens. Und das Schlussbild aus dem Boden des Schöpfkanzen. Die Neuerung, jetzt gibt es Punkte, wie beim Eislaufen. Niedrigste Punktzahl 5,0, höchste 6,0. Da ist Helmut Schäfer, der im Hintergrund wieder dafür sorgt, dass alles seinen ordnungsgemäßen Ablauf hat. Ich bitte nun um die Bewertung für das Paar Nummer 6 und mache nochmal darauf aufmerksam, dass die beste Bewertung 6,0 sein kann. Bitte um die Wertung. 5,0.
5,7. 5,7. 5,7. 5,7. 5,6. Und diese 5,6 und eine 5,7 werden gestrichen, bleibt die Quersumme 17,1 Punkte für die Japaner. Und nun bitte ich auch...